Rage of Bahamut Genesis ist irgendwie gar nicht so beliebt. Und ich habe echt keine Ahnung wieso. Immerhin hat der Anime alles, was man braucht. Geile Charaktere, geiler Humor, geile Animation, eine interessante Story und ein knackiges Pacing. Naja, scheint so, als wären Geschmäcker eben verschieden. Damit auch ihr euch mal ein Bild zu diesem Anime machen könnt, gibt's hier jetzt alle 12 Folgen zusammengefasst. In einem Land vor unserer Zeit hatten ein kleines Problem mit einem großen Drachen. Bahamut. Um den klein zu kriegen, beschwört man natürlich ganz im Final Fantasy Stil noch ein paar GFs, und zwar Odin und Diabolos. Ist aber eigentlich auch schon ein alter Hut. Heutzutage ist die Welt nämlich schon etwas friedlicher. Zumindest, wenn es um Monster geht. Menschen können da immer noch eklig sein. Auf solchen wird aber natürlich ein Kopfgeld ausgesetzt, damit Leute wie Zorro die aus dem Verkehr ziehen können. Genau auch so wie Favaro und Kaiser, die sich zwar untereinander ein wenig bekriegen, aber am Ende des Tages beides Kopfgeldjäger sind. Und Favaro ist zwar nicht unbedingt so stark wie Zorro, aber dafür ziemlich schlau. Er lockt seine nächste Beute in die Falle, der seine eigene Beschwörung verbrennt, wodurch er freie Bahn hat und ihn wie ein Pokémon in eine antike Yu-Gi-Oh! Karte sperrt. Das gibt fettes Money! Aber nur die Hälfte, weil das eigentlich Zwillinge sind. Der Bruder kommt mit einer noch heftigeren Beschwörung um die Ecke, die aber nichts gegen die neue Unterstützung ist. So ein heftiges Backpfeifengewitter sieht man nicht alle Tage. Eine Yu-Gi-Oh!-Karte und ein Fass auf den Kopf später gibt es eine Vision von Bahamut. War das nur ein Traum? Nicht ganz, weil sie ihm noch einen guten Nachtkuss gegeben hat, wodurch er jetzt selbst Dämonen-DNA in sich trägt. Sie hat ihn nämlich verzaubert, damit er sein Versprechen hält und ihr den Weg nach Helheim zeigt. Nur hat er überhaupt gar keinen Plan, wo das ist. Trotzdem muss er jetzt so tun, als ob. Quatsch, ich hab dich nicht belogen. Los, schau mir in die Augen, Kleines. Sehen so die Augen eines Lügners aus? Er will sie persönlich dahin bringen, hat aber gleichzeitig seinen Erzfeind Kaiser am Arsch und die ganze königliche Garde, da sie auf der Jagd nach dem Teufel sind, was wohl jetzt Favaro sein soll. Dabei ist er kein Dämon, sondern seine Begleitung, womit das Kopfgeldjagen jetzt besonders leicht fällt. Ich hab's mir anders überlegt. Dieses Teufelsweib bringe ich lieber doch nicht um. Mit neuer Kohle in der Tasche kann man sich erstmal schön gut gehen lassen. Und gerade als man sich versteht, kommt Kaiser, der sofort von ihrer Schönheit geblendet wird und so einem Dropkick ins Face schutzlos ausgeliefert ist. Weil Favaro aber für ein wenig Kleingeld der königlichen Garde einen Tipp gegeben hat, sieht es für unser Dämonenschan gar nicht so gut aus. Favaros Pferd spielte aber nicht mit, geht dazwischen und wieder zu zweit sind sie entkommen. Der Himmel fängt an zu bröckeln. Ein Anzeichen für Bahamuts Wiederauferstehung. Die einen bereiten sich auf die nächste Kopfgeldjägerparty vor, holen sich dafür ein paar Heilkräuter, während der andere aufwacht und keine Ahnung hat, was passiert ist. Das passt aber ziemlich gut, weil er sich für die Rettung revanchieren will, indem er einen Troll ausknipst. Die Tochter benimmt sich ihrer Familie gegenüber wie ein Eiernacken, was sie aber besser sein lassen sollte. Immerhin weiß Kaiser, wie mies es ist, wenn man diese verliert. Dabei ist dieses ganze Dorf nur ein Genjutsu. Dafür sind die Kräutermischungen als Reality-Check da. Alle sind tot, nichts war real. Die kleine Rika ist nämlich ein Jinwu in Ausbildung und kämpft mit Untoten. Auch ihre Eltern, die aber Friendly Fire durchziehen und so die Kleine über den Jordan geschickt wird. Zum Glück ist das Zauberbuch jetzt aber safe und kann für eine ordentliche Stange Münze vertickt werden. Plötzlich wird aber der Kopfgeldjäger selbst zum Gejagten. Und da sich die Kleine ebenfalls transformieren möchte, gibt Kaiser ihr schweren Herzens den Rest. Die alte Saufnase kennt den Weg nach Helheim, aber das Schiff, das sie dorthin bringen soll, sieht aus wie eine schwimmende Todesfalle. Na, immerhin kennt man halt den Captain. Wer ist das? Ist das da deine Mutter? Sieht etwa so aus? Ein ehemaliges Crewmitglied von Favaros Vater, der bei einem Beutezug den Vater von Kaiser ausgenommen hat, wobei Favaro und Kaiser doch eigentlich beste Freunde waren. Die Beute von damals war zwar fett, hat aber auch Dämonen wie Fliegen angezogen. Deswegen will Kapitän ihn sicher nach Helheim schippern und Kaiser ihn mit neuer untoter Unterstützung einfangen. Beides stellt sich aber als etwas schwieriger heraus. Der eine landet bei Piraten und der andere muss gegen Mr. Krabs auf Steroiden kämpfen. Ist der aber erstmal weg, verrät der Verräter den Sohn, wie er es schon damals mit seinem Vater gemacht hat. Wie das Schicksal es aber will, kommt die Untotenarmee in die Quere, womit Favaro seine Chance wittert, endlich seinen Vater zu rächen. Fahr zur Hölle. Das nächste Problem wartet aber nicht lange auf sie.
Nein, nicht Kaiser macht Stress, sondern kommen riesige Hentai-Tentakel aus dem Himmel und entführen Kaiser und die Menschen an. Bahamut ist eine tickende Zeitbombe. Wir haben aber andere Probleme. Immerhin wurden unsere Freunde entführt und werden da gequält, damit sie endlich sagt, wo der göttliche Schlüssel ist. Dabei ist sie selbst der Schlüssel. Besondere Umstände verlangen besondere Maßnahmen. Favaro hängt seinen Kopfgeldjägerhut an den Nagel, um göttliche Unterstützung zu bekommen. Immer in Richtung Morgen. Was meinte er damit? Hm? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der klärt jetzt auf, wer der Feind ist. Ist nur Azazel, Lucifers rechte Hand. Aber trotzdem kein Problem, in das Schiff einzudringen, um die Rettungsaktion zu starten. Doch mittendrin beschließt Kaiser sich für das, was er seinem Vater angetan hat, zu rächen. Schlechter Zeitpunkt. Findet auch Mrs. Zombie und die göttliche Garde, die das Schiff angreift. Im Schiff ziehen sie die Rettung durch, auch wenn ein Dämon versucht hat, denen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Der wird aber auch schnell ausgetrickst und so steht Favaro endlich dem gegenüber, der seinen Vater umgebracht hat. Azazel. Der konnte von Amira abgewehrt werden und durch einen untoten Drachen geht's nach Richtung Norden. Die kriegen aber echt keine Ruhe und werden von der Garde festgenommen. Aber nicht wie angenommen zum Hinrichten, sondern ganz im Gegenteil, wird sie von den Erzengeln beschützt. Auch unsere Menschenfreunde und Untote. Und so ein bisschen Neudämon. Eigentlich sollte sie gut auf sie zu sprechen sein, aber die fühlt sich nur verraten, weil Favaro sie gar nicht mehr nach Helheim bringen will. Dass sie am Abend aber entführt wurde, lassen sie nicht auf sich sitzen. Um sie zu retten, verschieben sie sogar ihren epischen Gabelmesserkampf. Auf der Suche findet Favaro erstmal nur die Backstory von Bahamuts Versiegelung. Zeus und Satan haben sich damals in einer Schlacht zusammengetan, um sich zu Schlüssel zu verwandeln und ihn einzusperren. Und wenn Bahamut jemals wiederkommen wird, soll ein Ritter erscheinen, der ihn wieder einsperren wird. Und so richtig entführt wurde Amira eigentlich auch nicht. Immerhin trifft sie nur auf ihren Vater. Die Dämonen stürmen mit ihren Ungeheuern die Festung, treffen aber auf nicht wenig Widerstand. All der Krieg, während Amira sich drin den Wanst vollstopft, nachdem sie nach dem Gespräch mit ihrem Vater glücklicher ist als erwartet. Und pünktlich auf die Sekunde kommt, genau als bei ihr die Nachmittagsmüdigkeit so richtig reinkickt, Azazel vorbei, der nicht nur der eigentliche Mörder von Kaisers Vater ist, sondern sich jetzt auch den Schlüssel, also Amira, schnappen will. Aber nicht mit der Rettungstruppe, die sich jetzt sogar gegen den Teufel-Azubi anlegen. Draußen hat Jean übrigens gerade Beast King erledigen können. Und mit einem Teamplay, besser als von Naruto und Sasuke, konnten sie sogar einen direkten Angriff kriegen. Was nur nicht so viel bringt. Kaiser sieht aber noch eine andere Chance, sich zu opfern, damit Jean ihr heiliges Licht auf ihn sprühen kann. Kaiser konnte auch noch gerettet werden, wodurch der Angriff der Dämonen komplett abgewehrt werden konnte. Mann, Kaiser, du bist so ein Idiot, ey! Und scheiß schwer! Bis das auf Amira von ihrem Vater abgeholt und zur Bahamut-Statue gebracht wird. Nach einem kleinen Powernap ist sie wieder voll und ganz bei der Sache. So kann sie dann auch zusehen, wie Favaro und Kaiser zu Ritter geschlagen werden. Außerdem bekommt Jean noch ein kleines Power-Up von Erzengel Michael. Auf der dunklen Seite der Macht lässt Azazel seinen letzten Atemzug, der von Beelzebub geräuchert wurde. Der König wird mit einem Genjutsu dazu gebracht, Jean zu fürchten und zu hassen. Doch bevor es darum geht, gibt's erstmal ein bisschen Expo von Amiras Vater, der gar nicht ihr Vater ist, sondern einfach nur einer, der ihre Mutter, einem Engel, beschützen sollte. Nur wurde Amira von ihrer Mutter getrennt und von den Teufeln mit Sonderbonbons schnell wachsen lassen. Die Position der Mutter wird weitergegeben und schon geht die Reise im Untergrund weiter. Kaiser kriegt einen Arena-Orden in die Hand gedrückt und soll mit einer eigenen Einheit hinterherreiten. Die holen die auch viel schneller auf als gedacht, während Jean bald eine Sprache hält, wo ihr Schatz ist, der irgendwo auf der Grand Line liegt. Im tiefen Gebet widersteht sie auch dem Teufel, wie Favaro dem Schicksal widersteht. Nachdem er einen Stachel von Bahamut vom alles beobachtenden Drachen gezogen hat, gab's sehr viel Expo, worauf er keinen Bock hat und lieber ein bisschen Raum und Zeit aufschneidet, um da wieder rauszukommen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Um das Schicksal aber wirklich zu ändern, müsste er dafür Amira töten. Detektiv Zombie-Chan will Jean aus der Patsche helfen, wird aber erwischt und muss sich erstmal selbst in Sicherheit bringen. Außerdem kommt sie sowieso ein bisschen spät, weil Jean schon den Flammen ins Auge blicken muss, genau wie sie dabei zusehen muss, wie der König das eigene Volk ausradiert, die Jean befreien wollen. Dieser Augenblick der Schwäche bleibt vom Teufel natürlich nicht unausgenutzt, schafft es so, sie zu verführen und ebenfalls zu einem Teufel zu verwandeln. Den König lässt sie aber erstmal trotzdem in Ruhe. Nachdem Orochimaru das geschafft hat, will er mit Favaro und die anderen weitermachen.
der hat sie in eine Falle gelockt, damit Beelzebub kommt und Amira lernt, dass all ihre Erinnerungen falsch sind, sie ihre Mutter trifft und umarmt, als sie sich aus dem Staub macht und der Schlüssel mit ihr vollendet wird. Favaro versucht es noch mit einem kleinen Trick, endet aber auch nur als echter Teufel. Wobei so wirkliche Veränderungen gar nicht zu sehen sind, also äußerlich, denn innerlich auf jeden Fall. Sonst würde es ihn nicht gar nicht jucken, dass Kaiser gerade gegen den größten Feind kämpft, der Schwerkraft. Jeanne ist auch ein wenig neben der Spur, da sie die Erzengel im Visier hat und auch einen nach dem anderen ausschaltet, was die Barriere für Bahamut angreifbar macht. Zombie-Chan hat aber andere Pläne. Die will das Ganze mit etwas Hilfe noch stoppen. Dafür müssen Favaro und Jeanne durch Medizin exorziert werden, was Erzengel Michael mit seinem Leben übergibt. Den deftigen Schmatzer kriegt Favaro aber nicht. Während Azazel, der übrigens überlebt hat, Beelzebub ablenkt und Orochimaru sich in den Sage-Mode bringt, um Bruder Saufnase aufzuhalten, kriegt Kaiser sein Showdown gegen Favaro. Doch nur ist es zu spät. Amira schlüpft als Engel und wird von Bahamut aufgesogen, als aus dem Nichts Lavalier auftaucht und den Verräter spielt, damit Kaiser nochmal seinen Erzfeind gegenübersteht. Es scheint so, als wäre Bahamuts Zeit der Auferstehung gekommen. Ausgeschlafen ist der Gute aber scheinbar nicht. Deswegen natürlich auch ein wenig mies gelaunt und blastet erstmal als Dank Beelzebub und alles um sich herum weg. Die Engel wie die Teufel versuchen wie vor 2000 Jahren gemeinsam Bahamut aufzuhalten. Denn Lavalier ist in Wirklichkeit Orochimaru. Ach komm schon Bruder, ein bisschen mehr Kreativität, wenn ich bitten darf. Das gleiche hast du schon auf Konoha versucht. Der hält noch ein weiteres Mal Favaro auf Kaiser, der aber eine nette Entgiftungskur durchgemacht hat, um Kaisers Arm abzuschlagen, um mit dem magischen Armband Orochimaru ins Reich der Schatten zu verbannen. Nächster und letzter Schritt. Amira muss fallen. Wobei Kaiser hofft, dass das irgendwie noch auf friedliche Art und Weise geht. Hamza! Ja? Du wirst den Eierkopf darüber bringen! Los! Alle helfen dabei, Bahamut in Schach zu halten, damit der Gänserich zu Bahamut kommt und die beiden da ablassen kann. Schweren Herzens stößt Favaro den Dorn in Bahamuts Stirn, womit Amira aus seinem Auge kommt. Ein kurzes, emotionales Gespräch, dann kriegt er doch noch seinen Schmatzer, damit Amira zurückgeht und Bahamut fürs Erste wieder verbannt. Kaiser wird zum Kommandanten und Favaro lebt weiter sein schnelles Leben, damit sie auch weiterhin füreinander da sein können. Kommen wir zu einem Ergebnis. Wir haben 11 gute, eine eher so mittlere und keine schlechte Folge. Wie gesagt, geile Animation, geile Charaktere, Action und Humor. Keine Ahnung, was so viele gegen diesen Schinken haben. Ja, das Ende könnte ein bisschen mehr ausgebaut sein und ein bisschen ausführlicher und das war nicht das krasseste Ende, muss ich schon zugeben. Aber so an sich ist der Anime doch gar nicht so scheiße.